Jesus erklärt die Macht unserer Gebete. 27. April 2016. Worte von Jesus an Schwester Claire. Die Freude des Herrn ist unsere Stärke, geschätzte Herzbewohner. Heute Morgen erinnerte mich der Heilige Geist während meiner Abendmahlfeier daran, für einige Seelen zu beten, welche durch ernste Prüfungen gehen im Augenblick. Ich fühlte die Sorge des Herrn auch, die er um diese hat. Ich habe vernommen, dass die Gebete der letzten beiden Tage eine enorme Auswirkung hatten auf die Unterdrückung, in welcher sich jene Seelen befanden. Das war für mich sehr ermutigend. Nach der Feier fühlte ich mich veranlasst, mit dem Schreiben zu beginnen. Und das ist, was Jesus zu mir sagte. Ich werde diese Gebete für andere tatsächlich beantworten. Schaut, eure Gebete sind mächtig. Das ist, was gefehlt hat, den Beweis und das Resultat eurer Gebete zu sehen. Wenn ihr keine Veränderung in den Dingen seht, die außerhalb eures Einflussbereichs liegen, realisiert ihr nicht, welch massive Auswirkungen eure Gebete wirklich haben auf Situationen. Dies ist euer Problem mit dem Gebet. Ihr erkennt die Macht nicht, die freigesetzt wird. Und deshalb, meine kleine, zwangsgestörte Braut, wenn du dies erkennen würdest, könnte ich dich nicht vom Gebet fernhalten. Wie wichtig das ist, wie wichtig sogar das kleinste Gebet ist. Aber wie viel wichtiger ist das Gebet, welches mit der Dunkelheit um den Sieg ringt. Von jetzt an möchte ich, dass du weitermachst mit dieser Routine, welche dich zu dem werden lässt, was du in mir bist. Eine Abendmahlfeier ist so wichtig. Eine vorangehende Anbetung ist gut. Du wirst es fühlen, wenn es Zeit ist, die Feier zu beginnen. Und viele Male werde ich zu dir kommen und dir danach die Botschaft übermitteln. Direkt nach dem Abendmahl sehe und höre ich den Herrn oft, wenn ich ihn empfange und er mich stärkt, nach Leib, Seele und Geist. Wie es geschrieben steht, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herunterkam. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er für immer leben. Dieses Brot ist mein Fleisch, welches ich für das Leben der Welt geben werde. Johannes 6,51. O Claire, ich sehe dein Herz und ich höre deine Schreie. Weißt du nicht, wie mächtig sie sind und wie sie mein Herz berühren? Meine Mutter kam zu mir auf diese Weise. Ich konnte ihr Herz lesen und ihre Absichten fühlen und ich konnte nicht widerstehen, auf ihr schmerzendes Herz zu reagieren. Und auch ihr, meine Bräute, weil ihr alle für mich gelitten habt und willig seid, für mich zu leiden, habe ich Mitgefühl mit euch und euren Familien. Eure Tränen bewegen mein Herz, meine Lieben. Eure Tränen sprechen Bände über Bände der Liebe zu mir. Ich kann euren liebenden und reinen Herzen nicht widerstehen. Das ist, warum der Krieg nicht begann, bis Faustina starb. Ich musste sie aus dem Weg nehmen. Im Übrigen, Faustina war eine Nonne in Polen, welche Fürbitten darbrachte und gegen den Zweiten Weltkrieg intervenierte im Gebet. Sie ist die Seele, welcher der Herr das göttliche Barmherzigkeitsgebet schenkte. Welches wir beten. Der Herr fuhr weiter und erklärte, wie Faustinas Bekenntnis den Zweiten Weltkrieg zurückhielt. Und in der nächsten Zeile sagt er,
Und ja, ich muss meine Braut aus dem Weg nehmen, bevor das Schlimmste geschieht. Sie betet, sie vergießt Tränen, sie fastet und sucht mich, sie tut Buße für die Sünden der Welt. Wie kann ich ihre Bitten ignorieren? Ganz einfach, das kann ich nicht. Also mache ich weiter, ihr mit Veränderung zu antworten, während sie hinausruft. Ihr kennt diese Wahrheit. Ihr wisst auch, dass es eine Zeit gibt, wo der Vater sagt, genug. Und dann werde ich euch entfernen. Genauso wie ich Faustina entfernte. Aber vor jener Zeit verändern eure Gebete die Dinge um euch herum. Sie funktionieren, versteht ihr? Ich fühlte mich veranlasst, das Wort Arbeit nachzusehen. Arbeit ist eine Aktivität, welche mentale oder physische Anstrengung involviert, getan, um einen Zweck oder ein Resultat zu erzielen. Jesus fuhr weiter. So wenige verstehen, dass Gebet Arbeit ist. Es ist harte Arbeit. Eine Arbeit der Liebe und von all den Dingen, für welche der Mensch seine Energie einsetzen kann, ist das Mächtigste nicht Autobahnen bauen, Spitäler, Hochhäuser und Bomben. Es ist das Gebet. Und Gebet ist die Absicht des Herzens, welches mit mir plädiert, mich bittet, in mich eindringt, mit einem zerknirschten Herzen. Aber das Gebet muss nicht formal sein. Der Aufschrei des Herzens spricht Bände zu mir und ich kann es nicht ignorieren. Was sage ich zu allen von euch? Das Gebet funktioniert. Es kann sogar harte Arbeit sein. Es braucht genauso viel Anstrengung, effektiv zu beten, wie es braucht, Hunderte von Kilos anzuheben und ein Haus zu bauen. Doch die Welt anerkennt das Gebet nicht als Arbeit. Aus diesem Grund werden alle von euch mit Schuldgefühlen überhäuft. Und wer, denkt ihr, ist der Urheber davon? Wenn ihr wissen wollt, wie effektiv eure Gebete sind, auch wenn ihr die Resultate nicht seht, schaut auf die Anstrengungen, welche unternommen werden, um euch davon abzuhalten. Und um euch eurer Gebetszeit zu entziehen oder sie zu unterbrechen. Schaut und messt den Widerstand, dann werdet ihr die Aufträge gegen euch erkennen, wie Hunger, Schläfrigkeit, Schuldgefühle, weil ihr die Wäsche nicht erledigt habt. Hier genießt du deine Gebetszeit, obwohl deine Hausarbeit nicht beendet ist. Ihr werdet sehen, wie Menschen an eurer Türe auftauchen und Telefonanrufe aus dem Nichts kommen. Alles, um euch aus eurer Gebetszeit herauszuholen und für euch arme Bräute mit Zwangsstörung. Ich muss euch ernsthaft helfen, denn wenn ihr aufsteht, um etwas zu tun, könnte es sein, dass ich eure Gegenwart im Gebet nicht mehr genießen könnte bis morgen. Wenn ihr einmal aufsteht, seid ihr so einfach abgelenkt von eurer To-Do-Liste und euren unerledigten Dingen um das Haus herum. Dies ist ein Grund, warum das Gebet um 4 Uhr oder 5 Uhr am Morgen besser ist für euch. Dann könnt ihr keine Hausarbeit erledigen. Diese Zeit ist gut geeignet, um zu beten. Wohingegen, wenn ihr wartet, bis alles getan ist, mögt ihr die Freiheit fühlen und sagen, jetzt kann ich entspannen. Aber beobachtet, wie eure Gedanken wie ein Roulette-Rad drehen und auf irgendeiner unerledigten Sache landen. Und ihr fühlt euch verpflichtet, aufzustehen und dies zuerst zu erledigen, bevor ihr tief ins Gebet eindringen könnt. Eure Gedanken wollen nicht mit mir kooperieren und sich auf mich fokussieren. Sie neigen dazu, weiterzudrehen. O meine Kinder,
Die Taktiken des Feindes sind endlos und jene, die sich gut um ihren Haushalt kümmern, nutzt der Feind, um sie damit von mir wegzulocken. Ihr könnt auch einen Ehepartner haben, der aufsteht und sagt, du hast das nicht erledigt und jetzt sitzt du einfach dort. Dann seid ihr gezwungen, mit jenem prüfenden Blick über eure Schulter zu leben. Hier als Randbemerkung, in solchen Situationen empfehle ich, aus dem Haus zu gehen. Sogar wenn es kalt ist, nehmt einen Schlafsack mit und sitzt irgendwohin mit einem Kaffee und betet. Jesus fuhr weiter. Ich hebe dies hervor für euch alle, weil einige von euch nicht wissen, wie sie beten sollen, wann sie beten sollen oder wie sie ihr Recht zu beten aufrecht halten in der Mitte von Unterdrückung und Widerstand. Ihr wurdet alle gelehrt über das Verweilgebet, welches so wichtig ist, um eure Beziehung mit mir zu entwickeln und zu pflegen. Überhaupt, wie kann eine Braut sein, ohne Zeit zu verbringen mit ihrem künftigen Ehemann? Und jetzt füge ich dem die einfache Andacht in den Schriften und das Abendmahl hinzu. Ich komme zu allen von euch, um euch in solide Gewohnheiten einzuführen, welche euch stärken und süße Früchte hervorbringen. Reichlich süße Früchte. Ich segne euch mit Ausdauer und felsenfestem Vertrauen, dass eure Liebe zu mir triumphieren wird über alle irdischen und geistigen Mächte, welche gegen euch aufgestellt sind. Ich werde euren Gehorsam segnen und ihr werdet in die Gestalt hineinwachsen und mir ähnlich sein. Und dann brachte er mir folgende Bibelstelle in den Sinn, Epheser 4, 11 bis 13. Christus selbst gab Gesandte, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, um die Heiligen zu perfektionieren, um Dienst zu tun und den Leib des Messias aufzubauen, bis wir alle vereint sind im Glauben und in der Erkenntnis des Gottessohnes, ein perfekter Mensch, entsprechend der Fülle des Messias. Der Herr segne euch, Herzbewohner,